Locken it in, man. Was läuft, was läuft, was läuft? Hast du heute was, um uns zu prägen? Schauen wir mal, Digga. Gestern war der erste Tag in meinem Leben, wo ich gefastet habe, ne? Deswegen habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, wie es wohl ist, wenn man mal den ganzen Tag nichts trinkt, so. Und das habe ich gestern zum ersten Mal in eigener Haut gespürt und ich muss euch sagen, das hat mich geprägt. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. So, Freunde, wie geht's euch? Wie geht's, wie steht's? Lovelock is back in the building. Ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Willkommen zu einem weiteren Livestream an der Stelle, ja? Jo, der Song hat mich geprägt. Hat mein Frauenbild verändert. Fühl ich. Da sind wir doch. Auf jeden Fall hoffe ich, euch geht's gut. Wir haben heute mal wieder einen Livestream am Start. Ich will heute mal wieder auf ein paar Sachen reagieren. Ich habe mir gestern so ein paar Sachen rausgesucht. Die Lines sind nicht fresh. Aber scheiß drauf. Ich habe mich einfach so hingesetzt, wie ich quasi aus dem Bett gefallen bin. Ich hoffe, der Anblick ist trotzdem ganz okay. Was geht bei euch? Wie geht's euch? Wie viel Uhr ist bei euch? Ich glaube, jetzt Richtung 18 Uhr, glaube ich, ne? Finde die Haare, wenn sie etwas länger sind, viel besser. Echt, ja? Danke für das Kompliment und du weißt schon, wie das läuft. Locken it in, man. Was läuft, was läuft, was läuft? Mexiko. Hast du heute was, um uns zu prägen? Schauen wir mal, Digga. Schauen wir mal. Wie war gestern Fastenbrechen? Uff. Uff. Uff, ey, boah. Also ganz kurz will ich dazu was erzählen. Gestern war der erste Tag in meinem Leben, wo ich gefastet habe, ne? Ich habe seitdem ich früher Fußball gespielt habe mit vielen türkischen Jungs und die zu der Fastenzeit während dem Training immer ihren Döner, die haben immer Döner mitgebracht, sogar teilweise mit Brotdose so. Und dann haben die während dem Training um 18, 19 Uhr, wenn die dann Fasten brechen durften, sind dann hoch in die Kabine und haben dann schnell ihren Döner gefetzt und sind dann weiter zum Sport gegangen. Und seitdem habe ich mir darüber irgendwie Gedanken gemacht und seitdem habe ich auch immer wieder mit dem Gedanken gespielt, das auch mal zu machen. So, ne? Und gestern war der erste Tag in meinem Leben, wo ich gefastet habe. Ich habe noch nie sowas Ähnliches gemacht, so. Noch nie. Und ja, Digga, das ist, also ich habe diese Gedanken, die ich teilweise hatte, also ich habe mir nie vorgestellt vorher, wie es wohl sein mag, wenn man den ganzen Tag nichts trinkt, so, oder nichts trinken darf, in Anführungszeichen, wie das sich anfühlt, vor allen Dingen hier in der Karibik, so, weißt du, wir haben jetzt gerade auch eine Hitzewelle, wir haben gerade wirklich über 32 Grad und Luftfeuchtigkeit ist überkrass, also ist überwild, du schwitzt nur schon von, keine Ahnung, wenn du nur daran denkst, dass du rausgehst. Und das zu erleben war für mich brutal. Brutal, auch mal sich die Frage zu stellen. Ich habe zum ersten Mal mir Gedanken darüber gemacht, so wie, also zum ersten Mal gespürt, wie es sich anfühlt, wenn jemand Durst hat, Digga. Durst einfach so. Seitdem ich ein kleiner Junge bin, habe ich Wasser in den Arsch gesteckt gekriegt. So sage ich dir ehrlich, wie es ist. Seitdem ich ein kleiner Junge bin, durfte ich immer so viel Wasser, wie ich wollte haben. So. Das wurde mir nie eingeschränkt in meinem Leben so. Deswegen habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, wie es wohl ist, wenn man mal den ganzen Tag nichts trinkt. So. Und das habe ich gestern zum ersten Mal in eigener Haut gespürt und ich muss euch sagen, das hat mich geprägt. Das hat mich geprägt. Das hat mich extrem geprägt. So. Und ich habe den vollsten Respekt vor allen Muslimen, die das einen Monat lang durchziehen und ja, so krass verzichten, weißt du, ich meine so. For a reason aber auch so, weißt du. Und ich finde das geil. Also ich würde es jedem nur ans Herz legen, das mal wenigstens auszuprobieren, weißt du. Ja, der ist das. Und dann gestern, alter Dicker, als ich gestern, ich habe mir dann ein schönes Essen vorbereitet. Ich habe hier barisch noch ein Video gemacht gestern, ja, Mann. Ich habe Nudeln gemacht, ich habe Pasta gemacht, ich habe Wasser gehabt, ich habe Tee gehabt, ich habe Früchte gehabt, Trauben gehabt, Bananen, Mango, Erdbeeren, Suppe, Salat. Richtig wild reingehauen und ich schwöre dir, ne, um 19.07 Uhr durfte ich dann wieder essen und trinken und um 19.07 Uhr habe ich diese eine Traube in der Hand gehabt, ne. Ich habe um 19.07 Uhr diese Traube in der Hand gehabt und ich habe mir die so angeguckt und ich habe noch nie in meinem Leben, bevor ich was gegessen habe, es so angeschaut, so. Weißt du, wie ich meine, Dicker? Ich habe es geliebt, Bro. Ich habe das Ding in den Mund genommen und ich habe, Bruder, Bro, geil. Also alle Muslime können, ihr wisst ja selber, wie es ist. Vielleicht wisst ihr auch, ihr macht es vielleicht auch schon von klein auf, aber für so einen Typen wie mich, der das erste Mal im Erwachsenenalter sowas probiert mit 30 Jahren,
den prägt das krass, Digga. Also krass, heftig. Respekt, mein vollsten Respekt auf jeden Fall. Ja, Mann. Nach einem Schluck Wasser ist man voll. Ja, Bro, ich hab 4 Trauben gegessen, einen Schluck Wasser getrunken. Und der war das dann. Die Nudeln habe ich da wieder in den Kühlschrank gestellt, die Suppe auch. Bin dann ein bisschen spazieren gegangen, hab ein kleines Eis gegessen, so. Dann bin ich wieder nach Hause und dann habe ich langsam Stück für Stück so Hunger gekriegt. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ich habe am Ende des Tages eine Mahlzeit gegessen, so im Endeffekt. Und ein paar Früchte und ein bisschen Salat. So. Und ich muss auch sagen, ich habe auch nur den einen Tag gefastet. Ne? Heute zum Beispiel, heute trinke ich. Keine Ahnung, mit dem Klima hier und so. Ich habe jetzt heute schon einen halben Liter Wasser getrunken und einen Tee. Aber ich versuche halt auf jeden Fall, das mit dem Essen noch durchzuziehen. Aber auch mit dem Ganzen, was mir extrem wichtig ist, ist halt auch dieses ganze Haram einfach im Kopf auch, weißt du? Dieses nicht so viele Frauen angucken, nicht so viel auch keinen Sex haben und so. Das ist für mich eine Sache, die wird mir extrem gut tun, so. Da den Fokus drauf zu legen. Und das will ich auf jeden Fall diesen Monat auch mit euch zusammen durchziehen. Nur das mit der Flüssigkeit habe ich selber einfach nicht mehr hingekriegt, so. Ja, macht aber ja sowieso jeder mit sich aus. Ich mache dann halt nicht mehr das Fasten, was die Muslime alle jetzt gerade machen, sondern ich mache halt mein Fasten, so. Oh shit, the real portal, welcome to the community, motherfucker. Ja, ich mache da jetzt auch ein bisschen Heilfasten draus, so. Bei 40 Grad ist so schwer, ja. Ich aber überhaupt nicht zu viel Sex haben, aber Joints rauchen und Alkohol trinken. Doppelmoral prägt mich. Nö, also ich trinke auch keinen Alkohol in der Zeit und so, also der ist das nicht, Bro. Außerdem ist es halt auch alles, jeder muss das mit sich ausmachen. Ich weiß, du bist hier nur zum Provozieren und zum Trollen so, aber es gibt ja viele Leute, die dann auch über das Fasten oder über die Religiosität von anderen Menschen reden wollen, so. Wo ich sage, das ist für mich reinster Disrespect, weil das muss jeder mit sich und Gott ausmachen, so, ne? Essen tust du nicht? Nee, essen tue ich nicht. Essen tue ich nicht. Heute, also ich bin ja, heute erst der zweite Tag, weißt du, wie ich meine, so? Zweiter Tag jetzt, ich trinke ein bisschen, ich versuche auch nicht zu viel zu trinken, ich trinke ein bisschen und esse nichts bis 19 Uhr und guck halt, wie es weiterläuft. Ja, Mann. Yes, also, wir reagieren heute auf ein paar Sachen. Was habe ich mir rausgesucht? Warte mal. Ich muss das hier auch jetzt erstmal hier einstellen wieder. Gib mir eine Sekunde, Fellas. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle.